Ganz herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum ersten Plenum des Jahres 2015 hier bei TRP1. Nach den Klausuren und nach, wie man hört, erfrischenden Diskussionen zeigen sich die Abgeordneten heute wieder sozusagen mit Schlips. Und bereits unser erstes Thema tangiert einen Grundsatz. Die Aufsichts- und Kontrollgremien des privaten und des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, also Radio und Fernsehen, müssen staatsfern besetzt werden. Ob das so ist, darüber gibt es Unstimmigkeiten. Da ist sicherlich einiges zu tun und auch gerade was diese Gremienbesetzung anbelangt, da gehört eine viel größere Vielfalt hinein. Ich sage nur eins, mehr Frauen in diese Gremien, also das wäre schon mal ein wichtiger Ansatz, aber ansonsten gehören halt einfach andere Gremien, mehr Gremien, die da in dem Rundfunkrat vertreten sind. Man muss sich jetzt einmal anschauen, weil da zählen ja jetzt auch die aus den Kommunen entsandten Mandatsträger mit dazu, inwiefern von anderen Gremien entsandte Kommunalpolitiker sind. Das wird man sich jetzt einmal alles anschauen müssen und ich denke, dann wird man Regelungen finden müssen und beziehungsweise Anpassungen finden müssen, die diesem Urteil entsprechen. Aber das ist jetzt einmal eine Sache, die muss jetzt die nächsten Monate bearbeitet werden und bis zur nächsten Legislatur wird man dann das so machen, wie es im Urteil eben gefordert ist. Bei unserem zweiten Thema geht es um Pflege. Neben einer besseren Finanzierung der Ausbildung soll auch die Qualität der häuslichen Pflege erhöht und kontrolliert werden, damit das Pflegegeld auch den Alten zugutekommt. Bloß ich glaube, in der Pflege liegen halt die Herausforderungen ein bisschen tiefer. Wir wissen, dass die Anzahl der Ausbildungsplätze in diesem Bereich durchaus vorhanden sind, aber die Anzahl der Bewerber leider nicht. Hier bloß mit dieser Umlagefinanzierung dieses Problem lösen zu wollen, glaube ich, ist ein bisschen zu kurz gegriffen. Wir müssen jetzt schauen, dass wir insgesamt den Pflegeberuf attraktiver machen, um halt auch das Angebot decken zu können. Es muss Kurzzeitpflege zum Beispiel in Heimen geben, wo man seine Angehörige mal kurzzeitig unterbringen kann. Also da muss es einfach mehr Angebote geben. Jeder, also man kann reden mit wem man will. Jeder sagt, ich will zu Hause bleiben, ist absolut verständlich. Will ich auch mal. Aber dann muss man halt dafür sorgen, dass das auch möglich ist, dass die Angehörigen entlastet werden, wenn eben der Anspruch dann für einen als Person zu hoch wird. Soweit die aktuellen Nachrichten und Meinungen aus dem Bayerischen Landtag hier bei TRP1. Liebe Zuschauer, wir sehen uns wieder in der kommenden Woche zu Plenum TV. Bis dahin, Servus.